Star Trek Zeit auf Rolfs Filmkritiken. Beim letzten Mal sprach ich über die ersten beiden Folgen Strange New Worlds. Heute möchte ich etwas völlig Neues und nie Dagewesenes probieren und über die zweiten beiden Folgen sprechen. Für alle Nicht-Mathematiker unter uns, das betrifft Episode 3 und 4. Wie auch beim letzten Mal werde ich spoilerfrei bleiben, zumindest so gut ich kann, und am Ende ein kleines Fazit geben. Ihr habt zwar bestimmt nicht wegen meinen langweiligen Vorreden eingeschaltet, aber da man im Leben selten das bekommt, was man will, ziehe ich selbige noch ein bisschen in die Länge. Wobei, in Strange New Worlds bekomme ich, was ich will. Okay, beginnen wir mit Folge 3. Guss auf Illyria. Um eine Formulierung aus meinem vorigen Strange New Worlds Video zu recyceln, ich war extrem erleichtert, denn auch Folge 3 war wieder richtig gut. Ziemlich schnell führte ich mich an die TNG-Episode Todesangst beim Beamen sowie an die Enterprise-Folge Geistergeschichten erinnert. Und keine Sorge, wer mit beidem vertraut ist, wird trotzdem nicht gespoilert, es sind nur ein paar Parallelen vorhanden. Ein enorm herber Spoiler wäre es allerdings, wenn ich euch sagen würde, an welche Stargate SG-1-Folge mich Ghosts of Illyria erinnerte. Denn auch aus diesem Franchise hat man sich bedient, ob absichtlich oder nicht, aber ich fand es nicht schlimm, sondern sogar angenehm. Klar könnte man jetzt sagen, Todesangst beim Beamen ist jetzt aber keine so tolle Folge. Oder, Enterprise ist jetzt aber keine so tolle Serie. Und was hat Stargate mit Star Trek zu tun? Und je nach Standpunkt hat man recht. Doch viel lieber werde ich an eine der schwächeren TNG-Episoden oder an eine der weniger tollen echten Star Trek-Serien erinnert, als an gar keine. Picard war nur dem Namen nach Star Trek, doch inhaltlich hatte es mit meinem Lieblings-Sci-Fi-Universum nicht viel zu tun. Und das führt mich zu einer weiteren Sache, die mir an Ghosts of Illyria aufgefallen ist. Und zwar kann man die Folge auch für sich schauen. Man kann quasi auch in 10 Jahren sagen, ich möchte jetzt keine Staffel, sondern nur eine coole Folge schauen, sucht sich Ghosts of Illyria raus und macht nichts falsch. Genauso wie man sich eine beliebige TNG-Folge anschauen kann, abgesehen von Zweiteilern. Wenn ich mir in 10 Jahren eine Folge Picard anschaue, dann bringt mir das herzlich wenig, weil mir der Kontext fehlt. Die Rahmenhandlung wird mir dann auch nicht mehr einfallen, dafür war sie zu belanglos. Also werde ich auch kein Sehvergnügen entwickeln können. Zwar könnte man jetzt dagegen halten, dass Picard das auch nie vorhatte, es wollte wie eine Staffel True Detective für sich betrachtet und in Gänze geschaut werden. Und hier möchte ich als Gegenbeispiel Deep Space Nine anführen. Da hatten wir auch schon übergreifende Handlungsstränge, die sich über ganze Staffeln zogen. Und das war sogar schon zu einer Zeit, als das noch überhaupt nicht üblich war. Damals hatten so ziemlich alle Serien, auch abseits von Sci-Fi, nur einzelne Geschichtchen statt langgezogene Handlungen erzählt. Erst die Sopranos oder später Game of Thrones mussten Hollywood zeigen, dass es auch anders geht. Dennoch funktioniert eine DS9-Episode auch für sich. Man kann sie trotz fehlendem Detailkontext sinnvoll einordnen und Freude haben. Anders als bei Picard bietet sie auch für sich einen Unterhaltungswert und schafft es quasi en passant, mich über die großen politischen Zusammenhänge zu unterrichten. Ich bemerke trotzdem sehr schnell bei der Folge, in welchem Stadium sich die Föderation befindet, welche Kriege gerade vakant sind und wie sich die Diplomatie mit anderen Völkern verhält. Eine Folge Picard gibt mir keinerlei Auskunft darüber, hier muss ich mir alles irgendwie zusammenreimen und werde trotzdem nicht schlau daraus, weil ja die Drehbuchautoren anscheinend noch nicht einmal selbst schlau draus wurden. Aber ich schweife ab. Was ich sagen wollte ist, dass Strange New Worlds es genau richtig macht. Auch hier weiß ich in Folge 3 zu jeder Zeit, wie ich die Episode ins restliche Universum einordnen muss. Dennoch verliert sie nicht den Blick für ihre kleine Geschichte, die sie mir erzählen will. Anders als in Picard und Discovery, sorry, wenn ich ständig darauf einprügle, aber sie sind selbst schuld, wenn sie es einem so leicht machen. Anders als dort bekomme ich in Strange New Worlds genau das, was ich bei Star Trek will. Ein interessantes Volk, eine problematische Situation, bei der mich interessiert, wie man sie auflöst, eine kleine Wendung, die mich vieles mit anderen Dingen sehen lässt und einen kreativen Einfall, den ich irgendwie interessant finde und über den ich sogar nach der Folge ein bisschen nachdenken möchte. All das bekomme ich in Folge 3 und hatte ich sogar schon in den beiden Folgen davor. Klar könnte ich jetzt Negativpunkte aufzählen und es stehen erstaunlich viele davon auf meinen Notizen. So finde ich etwa den Intro-Sprech im Englischen total langweilig. Die Stimme klingt so, als hätte ich es eingesprochen. Und dann gab es eine Einstellung, in der man einige Sekunden lang in Michael Bay-Manier sieht, wie jemand getragen wird. Das hätte man ersatzlos wegschneiden können. Aber alle anderen Negativpunkte sind viel zu unbedeutend, als dass sie eine Erwähnung wert wären, zumal durch sie die Gefahr besteht, dass sie euch nur auffallen, weil ihr jetzt davon gehört habt. Und ihr kennt bestimmt das Phänomen von Agathe Bauer Songs. Kennt man einmal die falsche Art, hört man nie wieder die richtige. Also will ich euch gar nicht erst negative Gedanken einpflanzen. Außerdem macht Folge 3 etwas richtig, was mich zuvor in Folge 1 und 2 noch störte. Der unnötige Humor. Zwar ist es in Folge 3 auch manchmal lustig, aber hier sitzen die Gags wenigstens. Tolles Beispiel ist da eine Idee von Ingenieur Hammer, den ich in Folge 3 überhaupt mögen gelernt habe. Und auch die anderen Figuren wachsen mir immer mehr ins Herz.
Allen voran der Chief Medical Officer. Der hat ein paar richtig starke Momente und eine krasse Hintergrundgeschichte. Und in dem Zusammenhang noch etwas. Folge 3 schafft es düster zu sein und trotzdem Star Trek zu bleiben. Zwar haben wir hier gewissermaßen Horror- und Fantasy-Elemente, aber, und ich bleibe spoilerfrei, das passt alles. Es ist eine schlüssige, gute Folge und kein Ronin wie in TNG. Und hier werde ich blasphemisch. Ghosts of Illyria ist Ronin an ein paar wenigen Stellen sehr ähnlich. Allerdings finde ich die TNG-Episode, und große Sorry, dass ich das sage, echt nicht gut. Das war immer eine von denen, die mir am wenigsten gefallen haben. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich den Chief Medical Officer so hervorgehoben habe. Nichts gegen Crusher, nichts gegen Pulaski, aber sowohl den Doktor aus Voyager als auch Dr. Phlox und Julian Bashir fand ich besser. Und aktuell hat der Strange New Worlds Arzt das Potenzial, sich diesem erlesenen Kreis anzuschließen. Zwar kann man dagegen halten, dass sowohl die Story vom Arzt als auch die Haupthandlung der Folge ein romantisiert kitschiges Ende nehmen, aber man muss sagen, dass zumindest bei der Haupthandlung am Ende alles gut werden muss. Für mich fühlte sich Folge 3 so an, als wären die Macher jetzt warm geworden. Sie haben ihren Stil gefunden und beim Abspann dachte ich mir, so kann es weitergehen. Mit großer Freude und Sehnsucht fieberte ich dem nächsten Freitag entgegen. Folge 4. Memento Mori. Der Freitag war da. Vorgestern, um genau zu sein. Und hier sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Irre ich mich oder wird die Serie immer besser? Um es mit einem Zitat der Folge zu sagen, Now we are talking. Obwohl ich in Memento Mori am meisten zu bemängeln habe, und ja, dieses Mal werde ich über Negatives sprechen, wird sie mir trotzdem als sehr gut in Erinnerung bleiben. Denn wir bekommen starke Charaktermomente und wieder die Grundzutaten, die schon die letzten Folgen gut gemacht haben. Ein neues, interessantes Volk, eine problematische Situation, bei der mich interessiert, wie man sie auflöst, eine kleine Wendung, die mich vieles mit anderen Dingen sehen lässt und einen kreativen Einfall, den ich irgendwie interessant finde und über den ich sogar nach der Folge ein bisschen nachdenken möchte. Wenn Strange New Worlds so weitermacht, werde ich mir diese paar Sätze speichern und in jede Review stecken. Aber Spaß beiseite, beziehungsweise auch nicht, denn jetzt mal zu etwas Kritischem. In Folge 3 war der Humor noch sehr gutierbar und gut dosiert. In Folge 4 schießt man ein bisschen übers Ziel hinaus, allerdings fällt das nicht sehr ins Gewicht, weil fast alles Galgenhumor ist. Denn Memento Mori ist echt düster. Stellenweise erinnerte es mich an Ein Jahr Hölle aus Voyager. Am Anfang hatte ich noch das Gefühl gehabt, ich bekomme eine typische TNG-Füller-Episode. So zumindest zu Beginn. Und das wäre für mich auch absolut okay gewesen. Doch dann bekam die Episode einen Twist und wurde nicht nur zur actionreichsten Folge bis jetzt, sondern auch zu der, die dafür gesorgt hat, dass nun alle Hauptpersonen mindestens einen starken Moment hatten. Mit dem Ende von Folge 4 hat jede Figur etwas bekommen, was mich als Zuschauer mit ihr verbunden hat und ab jetzt würde es mich ehrlich gesagt auch sehr stören, wenn man jemanden ersetzen würde. Sogar Figuren, bei denen ich anfangs skeptisch war, sind für mich ein Teil des Teams geworden, mit dem ich freitags als Zuschauer in fremde Welten entführt werden will. Doch ich wollte noch etwas Negatives sagen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass Strange New Worlds die sinnloseste und überflüssigste Zusammenfassung aller Zeiten hat. Ich meine, was bringt denn ein Recap, wenn wir in sich abgeschlossene Handlungen haben? Sowas ergibt doch nur Sinn, wenn man wissen muss, was vorher passiert ist. Haben die Macher die Stärke ihrer eigenen Sendung nicht verstanden? Oder dann gibt es im Weltraumkampf einen Timing-Fehler, der den Strategen unter euch wahrscheinlich wehtun wird. Außerdem haben wir die von mir gehasste Schwarzblende wieder. Das waren 3 Sekunden, die ich nicht zurückbekomme. Oder bei einem Satz müssen die Drehbuchautoren völlig gepennt haben. Da sagt doch nicht ernsthaft jemand, dass sowohl die Waffensysteme als auch die Phaser nicht funktionieren. Sind Phaser etwa keine Waffen? Was ist denn das für eine bescheuerte Aussage? Und auch könnte manchen die Wackelkamera stören. Doch muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich überhaupt nicht zu den Leuten gehöre, die Star Trek wegen der Action schauen. Ich war eigentlich immer mehr Team Dialoge. Action habe ich anderen Franchises überlassen. Aber selbst ich muss zugeben, dass Memento Mori wahnsinnig gute und vor allem auch teure Action hat. Hier sieht man, dass Paramount seinem eigenen Produkt vertraut und Geld investiert. Ich will nicht verraten, was man alles sieht und werde es auch im Video nicht einblenden, aber macht euch auf ein Fest für die Augen gefasst. Allerdings ist die Folge damit auch gleichzeitig ein bisschen brutal und heftig geraten. Wir sehen Blut, Verletzungen und Tod. Aber das ist alles nicht einfach nur zum Selbstzweck wie in... Nein, ich erwähne die Namen nicht nochmal. Die Action und die Gewalt sind hier die logische Konsequenz einer Ausgangslage, die durch und durch Star Trek ist. Wenn es nach mir geht, würde ich Folge 4 im Deutschen... Das Pike-Manöver nennen. Hoffentlich sieht das einer der Macher und denkt sich... Make it so. Make it so. Make it so. Make it so. Und apropos überflüssige Einblendung in einem Video. In Folge 4 geht der Opener rund 10 Minuten. Und obwohl ich unbedingt wissen wollte, wie es danach weitergeht, habe ich mir den Introfilm mit Freude ein 4. Mal angeschaut. Bei Picard habe ich ihn immer übersprungen. Doch kommen wir langsam zum Fazit.
Auch nach Folge 4 bin ich immer noch begeistert und möchte die Serie weiterempfehlen. Ich finde, dass Strange New Worlds langsam warm geworden ist und bin gespannt, was wir noch alles erleben und freue, oder fürchte, mich auf ein Wiedersehen mit den bisher getroffenen Völkern. An Folge 3 habe ich nichts Wirkliches auszusetzen. Die war absolut rund und hatte ein schönes TNG- und Enterprise-Feeling mit einem herrlichen faszinierend Moment von Spock. Folge 4 hatte zwar mehr Schwächen, ist dafür aber die eindrucksvollere Episode, weil einfach extrem viel passiert. Andere Serien hätten daraus mehrere Folgen gemacht. Hier ist alles sehr gestrafft, wodurch nie Langeweile aufkommt. Zwischendrin macht Spock sogar etwas, wozu man manchen Vulkanier extrem betteln muss, was andere hingegen sogar manchmal tun, ohne dass man es ihnen erlaubt hätte. Außerdem hat mich der Twist echt überrascht und ich kann es kaum erwarten, am Ende der Staffel über das Pike-Manöver zu spoilern. Wenn das Niveau bestehen bleibt, kann es eigentlich sogar nur noch besser werden. Denn sind wir mal ehrlich. Am Anfang war jede der guten Star Trek Serien eben noch nicht gut und das lag nicht nur an den Geschichten. Es braucht etwas Zeit, bis man sich an die Charaktere gewöhnt hat, ihre Ecken und Kanten kennt und sie zu schätzen weiß. Dann macht es aber von Folge zu Folge noch mehr Spaß, weil man weniger das Gefühl hat, der Figur einer Serie zuzuschauen, als vielmehr einmal pro Woche die Freunde im Weltall zu besuchen, die fantastische Strange New Worlds entdecken. Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an.